Der andere ist 1600 Matches, war auch schon einmal Gold. Also die waren eigentlich schon ganz schön gut. Und jetzt kommt das Donnerstagsmatch. Maxima ist nicht da. Ich wurde gerade angeschrieben, ob Maxima da ist. Habe ich geschrieben, nope. Die ist nicht da. Weil der erste unserer Liga hat 97 Siege, 99 Niederlagen. Das ist aber eine Kackstatistik. Aber ich denke mir einfach nur, der hat fast 200 Spiele. Oh, da ist jemand Level 30 Protoss gewesen in der... Beta! Jo. Aus Insel des Terra. Insel des Blutes. Hast du diese Map? Nur so viel laufen. Toss. Toss. Hack ich nicht. Die anderen, finde ich, haben einen Vorteil. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir können ja eher gehen. Beide. Total sinnlos, ich weiß. Ihr habt nicht genügend... Vor allem teurer Spaß. Ja. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Etwas, Ihr habt nicht genügend Mineralien. Gegen Terratos. Ja, wenn... Ja, das könnte richtig mies werden. Aber ich denke mal, Colossi plus Air-Units von unserer Seite. Ich würde gern Colossi spielen. Kannst du machen, dann gehe ich auf Air. Hopp, 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 hopp. Weil, wisst ihr, ich habe bei D&D doch immer Aufnahme stehen. Wenn ihr das seht, dann anschreiben, okay, aber dann müsst ihr doch nicht fragen, ob ich Zeit für ein One-on-One habe. Das wurde ich gerade nämlich gefragt, gerade eben. Echt, von wem? Denselben, der High geschrieben hat, vom TÜV irgendwas. Habe ich jetzt nicht genau drauf geachtet, weil ich halt aufnahmemäßig also orientiert bin. Ja, ja, Gehirne. Immer wieder was Tolles. Ja. Naja, standardmäßige Barrack. Eure Sonden werden angegriffen. Meine Probe. Gas. Pylon. Bobgate. Bunker? Nee. Quatsch. Schön, dass ich mich da voll verkriegt habe. Vergiss nicht, deinen Zieber zu setzen. Nee, hab ich nicht, hab ich gerade gepflanzt. Eure Sonden werden angegriffen. Du, die Basis, Mann. Meine Sonde ist down, die kam da nicht mehr raus. War schon. Ja. Dödem, dödem. Dödem, dödem. Ich finde, bei Protoss ist die Musik immer so chillig. So, so, niemand kann mich aufhalten. Na, 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 chillig. Egal wie hart das Match ist, immer chillige Mucke. Ja, das stimmt. Und da fängt's schon an. Womit? Wir brauchen mehr Vespingas. Und was ist was? Ich würde jetzt gerne hier unten eine Echse schmeißen. Überleg's mir halt gerade auch, aber wenn die gleich meinen, wir greifen an. Das ist dann ein Problem. Das sehe ich genauso. Wir sind die Klingen. Ich pumpe auch nebenbei Army. Ist ja nicht so, als würde ich das da gerade wegfrieren, aber ich brauche das Gas gleich ganz schnell, weil ich auch Upgrades dann pumpen möchte und so. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ist sonst alles was zu langsam. Ach komm, ich pumpe mal ein Oracle. Echse. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Genug meditiert. Für Artanis.
So, das Teil ist durch. Da ein Pylon hin. Da unten ein Pylon hin. Man weiß ja nie, ne? Okay, finde ich eine coole Idee. Finde ich echt eine coole Idee. Vor allem beim Protoss hinten tut's weh, wenn er da nichts hat. Du schmeißt auch Excel jetzt? Ja. Hallo, Gas und so, weißt du. Obwohl, der hat da eigentlich schon hinten Pylon hingestellt. Ich glaube. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, die wollen Gummi geben. Der hat nur geguckt, ob ich schon was stehen habe. Wenn du Glück hast, erwischst du die gerade so, dass hier ein... Ja. Nee, da ist schon was. Hetzer und die Pumpen Unsterbliche. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Nicht genügend Energie. Aber die haben mit sowas gerechnet. Ja, ich wurde hinten gedroppt. Und zwar mit genug gedroppt, um mich niederzumetzeln. Das reicht sogar, um mich komplett zu vernichten. Scheiße, das hat richtig weh getan. Ja. Ja, die Anti-Air von Protoss ist auch für den Arsch. Muss man dazu sagen. Da ging es auch wieder. Aber klar, Terra muss halt droppen, ne? Ist ja selbstverständlich irgendwie. Ja. Oh, ich brauche Strom. Auch Gas. Phantom. Ja, ich habe viel Gas. Kannst einmal kurz anfangen, weil ich gerade noch nicht so viel brauche, weil mein Robo noch nicht da ist. Behalt mal das Gas. Ich habe halt keine Minerals, ne? Ich bin echt bei null teilweise. Nicht anfangen, wieder Gas ordentlich zu pumpen. Ich will meine Upgrades halt schnell durchhaben. Robo kommt. Oh Gottchen. Gas, Gas, noch mehr Gas. Ach, da kommen sie wieder mit dem Drop. Kommt jetzt hoch zu mir. Ich hoffe... Ja, komm rein. Da kommen meine meine Huhnkanone. Oh, ein Schuss. Du wolltest jetzt schneller... Ja, das hat weh getan. Das hat weh getan. Das war schön. Eins, eins habe ich durch. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, das mit den Mineralien, das kann ich eiskalt zustimmen. Das habe ich echt nicht genug. Du pumpst wenigstens ganz gut. Ah ja. Hängt bei mir so relativ zurück. Ich habe einen Koloss. Auch noch eine Echse. Ich auch. Aber ich habe meinen ersten noch nicht mal ordentlich besiedelt. Du schon. Hab mich gerade gescannt. Wollt wissen, ob er da reindroppen kann, der Arsch.
Da kann ich dir gerne einen Höhe vorhängen. Komm schon. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Alter, 0-0, ne? Teilweise sind meine Mineralien echt auf 0-0. Echt übel. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ja, das mit den Pylonen war mir schon fast klar, deswegen pumpe ich ja hier gerade unten welche hin. Puh, scheiße. Ich hab gerade meinen zweiten Koloss in der... Mache. Ja, ist auch gut. Der geht nur auf Bio und Vikings. Viele Vikings. Der andere Typ oder was? Der Terra halt. Das heißt, der macht Bio-Vikings. Ja. Das heißt, ist gut gegen dich und gut gegen mich. Ja. Mothership Core. Ja, ist schon, aber ich habe kein... Wie gesagt, ich habe keine... Minerals? Gas. Ich auch nicht. Ihr habt nicht genügend Mineralforschung abgeschlossen. Ihr habt nicht genügend... Da kommen jetzt viele Dropships. Hab ich gesehen. Ja, zu dir. Alter, diese Pissnelke, ne? Diese Peace. Mr. Peace, Nelke. Die Basis eurer Verbündeten. Ja, ich weiß, dass sie angegriffen wird. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ja, das mit den Pylonen ist mir schon klar. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Man weiß ja nie, ich will auch noch mal ein paar DTs da drin haben. In meiner Army. Ich bin... Scouter Oracle. Keine Chance. Sehr biolastig, der Typ. Ja. Er hat dir alles gescannt. Jo, ich hab's gesehen. Habe ich auch direkt abgebrochen, die Base. Dein... Ja, eine deiner Props will sterben. Jo, ich hab's gemerkt. Finde das immer voll cool, abzukratzen. Alter, ich krieg kein Gas. Ich brauch noch eine Echse. Es geht nicht anders. Oh. Alter, das ist aber echt arg wenig. Da kommt's zu dir. Ja, ich weiß. Upgrade durchgeführt. Oh, Mothership Core, da finde ich geil. Nein, das ist kein Mothership Core. Ja, scheiße, wenn ich Phoenix hab, ne? Und tot. Ich hab bei dem gerade alle abgerissen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Voll geil. Ich komme aus dem Schiff. Ich häng gerade an meinen Dreier-Upgrades. Alter, du willst nicht wissen, wie viele Minerals ich hab. Ich hab 700. Ich hab 3800. Alter, ich hab aber kein Gas. 3800, what the fuck? Krank! Ich weiß, das ist viel zu viel. Ich muss mal ein paar Gates nachpumpen für das Geld, was ich hab.
Mineralienfeld erschöpft. Ja, ich weiß, dass mein Mineralienfeld hinten langsam zu nahe geht. Was glaubt ihr denn, warum ich hier hinten hin exe? Meine Fresse. Ich tu doch schon alles, was ich kann. Und ich habe das dringende Bedürfnis, auch Mothership Core zu spielen. Ich hau uns mal zwei Beobachter damit rein. Weil wenn wir Doppel-Mothership haben, müssen die so viel scannen. Deswegen. Finde ich eine echt supi Idee. Wird bestimmt ordentlich gemeint für die. Die haben gerade schon gescannt. Ich hab grad Blink fertig gekriegt. Mineralienfeld erschöpft. Ja, bewegt euch hier oben hin. Mineralienfeld erschöpft. Upgrade durchgeführt. Upgrade durchgeführt. Ihr benötigt mehr Vespingas. Huch, wieso kann ich denn kein... Ich habe einen Mothership Core? Ach lol, ja, habe ich echt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, ich bin gerade in meiner Hauptbase. Nicht gut. Oh, ihr müsst gleich ganz... Da kommt! Da kommt was. Ich komme aus dem Schatten. Wie viel Supply hast du? 160. Ich habe 167. Ich habe Unsichtbare auch dabei. Sind eigentlich meine... Da sind meine Beobachter. Einmal dahin. Hopp. Ich habe so viele Minerals, ich muss mal da hinten exen gehen. Boah, jetzt dicke Dauer, richtig dicke 3-3er Upgrades, richtig dicke 3-3er. Habe ich gesehen. Alles 3-3, auch Schilde? Ja, alles, deswegen habe ich 3-3er gesagt. Das ist nicht gut. Der ist in allem höher wie deine Einheiten. Wenn ich das mal sagen darf, das ist nicht gut. Ich komme aus dem Schatten. Nee. Ich muss Archonten gegenpumpen. Der Terra hat auch 3-3 durch. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Pylonen bauen. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Komm schon, ich brauche auch ein Mothership. Och du Scheiße. Das sind ja gar nicht so viele. Nein. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Hinter uns. Jo. Nur Vikings. Mich noch eins, Verstärke Psi-Netz.
200er Supply. Hab und ich. Ich hab 166. Ich häng jetzt am 3-3er Upgrade, also am letzten. Und ich hab einen Haufen Archonten dabei. Müssen mal los, wa? Genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, ich wollte nicht, dass deine Base abgeräumt wird. Mein Mothership-Core ist da oben noch, der wird noch zum Mothership, wie du siehst. Ja, sollen wir auf den noch warten? Ja. Wo ist dein? Ist der tot? Ja, stimmt, der ist tot. Wir brauchen zwei davon. Gar nicht gemerkt. Und ja, war ja klar, da kommen sie wieder. Alter, hat der wenig Voids. Wollen wir? Ja. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich komme aus. Warte auf meine. Ein Mothership ist auch dabei. Ich glaube, der Protoss ist für uns gefährlich. Ich finde der Terra gefährlicher, weil er so viele Vikings hat. Ich habe ganz viele Halluzinationen dabei. Alter, sind das viele Vikings. Bei mir leckt's. Sind viel zu viele Vikings. Alter, wie der alles abräumt. Der hat nur Vikings mit 3-3er Upgrade. Nein, einfach nur 1-3. Ja, mit 3er Waffen Upgrade. Hatte ich keine Chance gerade gegen. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier in den Schatten. Upgrade durchgeführt. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Alter, ich brauche mehr Gates. Ah, ich glaube eher, das ist ein Los. Ich komme aus dem Schatten. Die Basis aus dem Schatten wird belagert. Feld erschöpft. Dunkelheit. Basis wird angegriffen. Ihr benötigt mehr Respingas. Basis wird angegriffen. Ach scheiße, Scan! Nein, die haben einen Scan gemacht. Ich hab gar keine Minerals mehr. Was verlangt ihr von uns? Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Schade drum. War nicht so schlecht. Eigentlich war unsere Idee auch gar nicht so schlecht, aber wir hätten, glaube ich, nur Anti-Air spielen sollen. Meine Archonten räumen richtig übel ab. Aber leider ist jetzt nur noch einer von meinen Archonten über. Ah ja. Unsere Hetzer machen da hinten, unsere
Zelle zu machen, da hinten auch nochmal richtig lustigen Schaden. Ja, aber gegen die 5 Volts, die übrig geblieben sind, hast du eine Chance. Es sind einfach viel zu viele Volts. Ja. Die 3-3er, die Vikings waren das Hauptproblem. Ja, die haben einfach, wumm, alles weggeratzt. Oh ja. Oh ja. Ja, der Toss, der war auch einfach mal... Ja, der war auch schon mal 1-1 Platin und Platin einmal. Ja, Einheitenpunkte hast du mehr wegen nur Voids. Ah. Und sonstigen. Wir hatten mehr von uns beiden gekillt. Ich, ja, so viel mehr, 4 Stück. Wir haben insgesamt auch fast gleich viel gebaut. War von unserer, wobei Wert der Armee war ich oben, ne? Wert der Armee war ich halt oben. Und du auch. Das waren halt nur Vikings. Das war wirklich das Problem. Dauer-Anti-Air-Gespamme, da waren wir richtig am Arsch. Ja. So, das war, glaube ich, Donnerstag war das. Ja, siehst du ja auch. Sobald alle 4 Armeen auf einmal zusammenpassen, gehen unsere rapide ab, runter und denen nur ein bisschen.